Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Heute bin ich jetzt hier in Schottland. Heute habe ich Johnnie Walker Celebratory Blended Scotch Whisky, Product of Scotland. Wurde inspiriert hier von dem originellen Old Highland Whisky, der 1860 produziert wurde. Und der erste Whisky, der tatsächlich exportiert wurde in die ganze Welt. Whisky bei Johnnie Walker ist keine 200 Jahre alt. Was gefeiert wird, ist diesen Laden hier. Vielleicht könnt ihr es so sehen mit der Flasche da drin. Das ist der Supermarkt, wo Johnnie Walker zum ersten Mal seine Türen geöffnet hat vor 200 Jahren. Also, ja. So, wir reden jetzt hier von einem Whisky, was 56,90 € kostet. Der billigste Ort war Amazon, komischerweise. Der andere Ort war Horst, ein paar Euro teurer. Und wir haben einen Schraubverschluss. Und das Besondere, ein Whisky-Superfan bei Jason hier hat gesagt, Jason, kannst du es kaufen? Habe ich gemacht. Superfans dürfen Flaschen auch empfehlen, weil diese Flasche 51% hat. Hat ihn total interessiert. So, das war's. No Age Statement, Blended Malt. Das heißt, da ist Grain auch mit da drin. Ich werde es vergleichen mit einem Johnnie Walker, der ein Blended Scotch ist. Ein Blended Malt Scotch, ja. Also Blended Scotch mit Grain, Blended Malt Scotch ohne Grain. Ich finde das immer verwirrend. Also wir brauchen bessere Begrifflichkeiten. Und das hier ist etwas, was man häufig 32 € bekommen kann. Also 14 € billiger als das Zeug. Schraubverschluss, wenigstens habe ich hier eine Korken und die Flasche finde ich schicker und ich habe keinen Grain drin und ich habe eine Altersangabe, 15 Jahre alt. Was willst du noch mehr, Leute? Tolles, tolles Geschenk für jede Papa, jede Person, der gerne jetzt hier auch mit Whisky sich ein bisschen auseinandersetzen will. Ganz ehrlich, also diese Flasche, guck mal den Boden an. Also guck mal diesen Boden hier an. Also hier, Glas ohne Ende, richtig edel, richtig schön. Natürlich der obligatorische Schlegel, Label da drauf und natürlich viereckig auch unsere Flasche hier. Wie es sich gehört, wie man das gemacht hatte. Runde Flaschen haben viel, viel mehr Platz weggenommen. Er hat es für den Export optimiert. Die Flaschen hier können in der eckigen Kiste sehr wenig Platz wegnehmen und wurden sehr eng zusammengepackt auf einen, keine Ahnung, ob man Palette damals hatte. Ich glaube nicht, dass man 1860 Paletten hatte. Man hat sie auf irgendetwas getan und man hat sie irgendwie transportiert. Gute Frage. Was hat man vor Containern und was hat man vor Paletten benutzt? Wow. Okay, gut. Frage des Tages hilft Jason hier. Was hat man benutzt, bevor man hier Paletten hatte? Also ja, Container weiß ich auch. Das war Leergut und das ist immer noch Stückgut und so weiter, wird mit der Hand einfach geleert. Wir haben jetzt hier ein Whisky und ich möchte gerne auch den Farbtest machen. Also hier steht mit Farbcouleur und hier steht auch mit Farbstoff da drauf. Also ich habe hier 43%. Und ich habe hier 51%. Also ich zeige euch Farbe, wie Farbe sein soll bei Johnnie Walker. Also so sieht dann gefärbte Whiskys aus. Und jetzt werde ich daran riechen. Leider weiß ich nicht genau, welche da drin sind. Hier, ups, Entschuldigung. Also hier weiß ich ganz genau, dass da Talisker hier drin, Linkwood, Craigenmore und auch Coile hier drin ist. Das weiß ich. Das steht auf der Rückseite. Yay. Hier. Weiß ich nicht, da kann Kadu sein, da kann alles Mögliche sein, da kann auch dann da Grain von irgendeiner Distillerie sein, der zu Diageo gehört oder nicht. Man kann auch Sachen einkaufen. Also die Transparenz hier bei dieser Flasche ist null. Auch der rote Deckel hier oben drauf sollte natürlich erinnern an damals. Alles ist eine Celebratory. Also man feiert diese 200 Jahre von diesem Supermarkt oder von diesem Lebensmittelhandel. Supermarkt war es noch nicht mal. Ganz ehrlich, leichte Zitronennote, ganz, ganz, ganz schwache Torfmomente und ein bisschen Zucker von der Malz. Also haut mich gar nicht um. Sorry. Ein etwas besserer Red Label. 51% gut eingebunden, muss ich schon sagen. Stimmt, habe ich vergessen. Hier kommt wesentlich mehr Rauch durch. Also der Coile und der Talisker schieden sich ein bisschen im Vordergrund. Hier sollte es nur ganz minimal Rauch zu riechen sein. Hier steht süße getrocknete Rosinen habe ich nicht. Ganz subtile Würze.
Und dann haben wir einen Hauch von gerösteten Nüssen, ganz weiche, sanfte Torf mit einem weichen Pfefferfinish. Gut, 51%. Probieren wir mal. Flasche wurde geteilt, auch meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Unten in der Beschreibung findet man die Möglichkeit, dabei zu sein. Das ist auch meine Sample-Liste. Findet man auch einen PDF-Link dazu, was immer online aktualisiert wird. Ja, Pepper am Ende, Pfeffer. Ja, ein bisschen hart. Wow, echt ein bisschen hart am Ende. Wer das gerne hat, gut. Ihr merkt, meine Begeisterung für diese Flasche hält sich wahnsinnig in Grenze. Oh, ein bisschen Süße ist dabei. Der Finish ist besser als der Mittel. Also Mittel, naja, hart. Entschuldigung, ich muss da unten gehen, hart. Und dann Mittel geht es wieder hoch zu einer Süße. Meine Begeisterung hält sich dennoch ein bisschen in Grenzen hier für diese Flasche. Ich bin kein Johnnie Walker-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Johnnie Walker war nicht mein Zugangswhisky, es war nicht mein Gateway. Ich habe nicht irgendwie vorher Red oder Black oder Double Black oder sogar Blue probiert und gesagt, oh, da muss ich unbedingt hin zu Whiskys. Das war etwas, was ich gezwungenermaßen getrunken habe, nachdem als ich bei Whisky schon längst angekommen war. Der Green Label ist etwas, was ich feiere, den Green. Also das ist ein Whisky, den ich einfach jeden Person wirklich empfehlen kann. Ihr merkt auch hier, der Label geht hier weiter. Also ein schönes Design Element denn da. Die Leute haben sich da echt Gedanken dazu gemacht, zu dieser Flasche. Und für diesen Preis, sage ich mal, ein Whisky, den man kaum toppen kann. Auch mit Altersangabe. Ja, hier. Ah, yay, ich feiere zusammen einen Lebensmittelladen, der jetzt 200 Jahre alt ist. Also, sorry, John Walker, schön, dass es dich gibt. Schön, dass du, durch dich und durch den ganzen Blends wurde die Single Malt-Industrie dort in Schottland am Leben gehalten und überhaupt gefördert und ermöglicht. Gut, dass es solche Dinge gibt. Allerdings, ich bin da ganz woanders mit meiner Whisky-Reise, um ganz ehrlich zu sein. Gut, einmal ein ganz kurzes Schlückchen hier genehmigen. Ich gehe mal hier rüber zu meinen 15-Jährigen. Definitiv mehr Rauch. Interessanter, alte 15 hat weniger Rauch als der neue 15 für mich. Also der war ein paar Jahre vom Markt weg, zumindest in Europa. In Asien blieb er die ganze Zeit, aber bei uns war die kurz weg und er kam zurück mit mehr Koile da drin, ein bisschen mehr Talisker auch da. Jo, aber die Schärfe ist hinten draus nicht. Das ist alles einfach ein gut gemachte Johnnie Walker. Hier, ich würde gerne noch einmal ganz kurz ein bisschen Wasser hier reintun. Also, ich tue diesen immer wieder auf 25%. Schauen wir mal, was übrig geblieben ist. Mundspülung. Und ein letztes Mal den Pour und dann gebe ich meine abschließende Beurteilung. Irgendeine 3-Note wird es schon sein. Preislich wahrscheinlich irgendein 4. Nix. Also getötet. Also wirklich verwässert. Ah, leichte Gerstensüße hinten raus. Ja, das ist etwas für den Johnnie Walker-Liebhaber. Ich gehöre nicht dazu. Ich hoffe, die Leute, die einfach mal ein Sample geholt haben, werden das schätzen und wissen, dass Johnnie Walker einfach mal ein, ja, echt eine Säule der schottische Whisky-Community ist. Also Diageo, danke schön, dass es euch gibt. Dankeschön, dass du so viele tolle Distillerien aufrechterhältst. Und danke, dass es Diageo Special Releases immer wieder gibt. Und danke auch, dass ab und zu mal Flora und Fauna mal war oder vielleicht was Neues, wo ab und zu mal es gibt auch ein paar unabhängige Flaschen raus, damit man die unabhängige Abfüller was abfüllen kann von den verschiedenen Distillerien, die er besitzt, wo es dann keine eigene Abfüllung gibt. Und auch danke dafür, dass ab und zu mal ihr was bei Gordon Fair McPhail abgibt, bei Linkwood zum Beispiel, um da der 15-jährigen Distillery Label auch zu ermöglichen.
Wow, viel Lob ausgesprochen für Johnny Walker, obwohl ich diese Flasche hier finde durchschnittlich. Cheers. Auch Schärfe. Und dann kommt die Süße nochmal. Also ein bisschen Zitrus. Ein bisschen Malz. Alkoholschärfe, Malz und schöne Alkohol, schöne unterstützende Alkohol plus auch eine Malzsüße. Das kann natürlich ein bisschen von Grain auch kommen, denn da. Ha. Also, ich sage einfach mal ein 3 bis 3 minus. Ich sagte, haut mich nicht um. Preis-Leistung 56,90 € für etwas auszugeben ohne Altersangabe. Ja, mit 51%. Alkohol ist nicht alles, Leute. Geschmack ist viel, viel wichtiger. Alter ist nicht alles. Geschmack ist viel, viel wichtiger. Und dieses liefert einfach für mich nicht. Ich feiere diese Flasche nicht. Ich kann nicht sagen, wow, deshalb kriegt er von mir eine 4 plus für Preis-Leistung. Das heißt, nur kaufen, wenn ihr wirklich ein großer Fan seid von Johnny Walker. Dann könnt ihr das vielleicht genießen und eure Freunde zeigen und die Geschichten erzählen und hier einfach aufmachen und hier das Bild von dem, von dem Supermarkt da zeigen. Es sieht ziemlich doof aus hier ohne Flasche da drin. Yeah. Keep walking, Johnny Walker. So. Gut, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Wichtige Frage des Tages: Welche Johnny Walker gefällt euch am besten? Tada, Green Label für mich, 15 Jahre alt, 32 € an. Ein Angebot unter 30 manchmal. Ich weiß nicht, was man da besser machen könnte. Das ist mein Favorit. Es gibt auch ein Emerald Island, glaube ich, heißt das, oder Island. Green Island, wo es einfach mehr rauchige Anteile gibt dabei. Manche Leute mögen das mehr. Ja, wie auch immer. Vielen Dank. Liken, abonnieren, Teil meiner Flaschenteilung-Gruppe werden. Also WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe ist unten. Und jeden Tag 17.30 Uhr im Video und jeden Sonntagabend um 21 Uhr hier ein Livestream. Bis dahin. Ciao.